Metadaten ab Montag, SpaceX ist sehr wahrscheinlich confirmed. Wir haben außerdem Drop-Details für die New York Comic Con, wo es super coole Pieces gibt und auf jeden Fall so viel mehr. Also dieses Community-Update hat wieder mal eine Menge ergeben, deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran, um auf jeden Fall keine einzige Information hier zu verpassen, denn dieses Community-Update hatte es wirklich in sich. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit dem Community-Update, und heute gibt es hier natürlich davon die Zusammenfassung. Das heißt, wenn du in Zukunft auf jeden Fall solche Videos nicht verpassen möchtest mit einer kurzen und knappen Zusammenfassung, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du auf jeden Fall da draußen nicht das nächste Video. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt rein mit den ersten und richtig coolen News. Starten wir doch mit etwas richtig Großem rein, und zwar nämlich, was ich auch als erstes gesagt habe: Metadaten werden ab Montag verfügbar sein, und das Ganze ist natürlich ein Riesenschritt für Vivi, denn so kann jetzt in Zukunft niemand mehr sagen, ja, on-chain befinden sich leider keine Metadaten, nehmen wir, dementsprechend sind das auch irgendwie keine richtigen NFTs. Also hier wird auf jeden Fall auch wieder ein richtig schöner Haken hinter ein Projekt gesetzt, nämlich hinter das Projekt Metadaten. Das Ganze wird aber tatsächlich noch 4 bis 6 Wochen dauern, bis alle Daten dann wirklich auch on-chain sind, denn man muss das Ganze ja natürlich auch noch rückwirkend machen, dementsprechend dauert das Ganze einfach nochmal deutlich länger. Aber nichtsdestotrotz, es geht voran und das ist auf jeden Fall sehr gut. Daniel hat außerdem ganz kurz noch KYC erwähnt. Dort geht es nämlich darum, dass KYC ein kleines Update bekommen wird, wo ihr Proof of Address ein bisschen anders habt. Und das Ganze wird das auch ein wenig erleichtern. Dementsprechend auf jeden Fall für alle Leute, die ja ihre Angehörigen oder Freunde mit dazu holen wollen, das Ganze wird in Zukunft etwas leichter werden. Das Merchen von Accounts ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache, und das wird auch in den nächsten kommenden Wochen auf jeden Fall passieren, dass diese Sachen dann auch freigeschaltet werden. Dazu wird es dann nochmal einen Medium-Artikel geben, hat Dan gesagt, wo das Ganze nochmal aufgelistet ist, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Also Crypto-Pay-In und Crypto-Payout ist außerdem im Test. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch 2022 mit diesem ganzen Thema rechnen, und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass wir das tatsächlich noch dieses Jahr sehen werden. Das Ganze wird auch vor dem Master Collector Programm kommen, wo wir tatsächlich auch schon wieder bei einem anderen Punkt sind, nämlich dem MCP. Und ihr wisst alle, wir sind jetzt in Q4 und dementsprechend, wir haben MCP nicht in Q3 gesehen, und das Ganze werden wir aber sehr wahrscheinlich dann jetzt in Q4 sehen. Das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass manche Infrastruktur einfach noch nicht fertig war. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass Crypto Pay-In bzw. Payout davor kommt, dass es tatsächlich auch mit MCP in irgendeiner Weise zu tun hat, und dementsprechend wir hier auf jeden Fall ja einfach darauf warten müssen, dass Crypto Pay-In, Crypto Payout erstmal da ist, dass die Infrastruktur vielleicht für irgendwelche Dinge, die in MCP dann tatsächlich auch kommen, fertig ist. Außerdem für alle Leute, die sich fragen, ja, wann kommt denn jetzt endlich mal dieses Drop-System, was ein bisschen anders ist, wo man nicht mehr auf den Buy Now-Button drücken muss und schauen muss, dass man schnell genug ist. Da wird es nämlich bald die ersten Whitelist-Drops geben. Das heißt, dass ihr sozusagen wie in eine Warteschleife kommt, wo ihr dann im Prinzip aus einem Pool rausgefischt werdet oder halt auch nicht. Das heißt, das ganze System wird einfach deutlich anders, wie ihr an Drops teilnehmen könnt. Das ganze Update wird in den kommenden Wochen dann ausgerollt, beziehungsweise der erste Drop wird in den kommenden Wochen dann starten. Was außerdem ein sehr offensichtlicher Move war, war tatsächlich ein Move von David Yu. Denn wir hatten ja schon mal die Situation, dass David eine SpaceX-Kappe auf hatte und dort sehr viel spekuliert wurde, ob wir jetzt SpaceX haben oder nicht. Auf der DCon hat dann der Daniel dem Vivi-Meister zum Beispiel verraten, dass wir in der nächsten Zukunft eine Lizenz bekommen werden, die uns mehr oder weniger wirklich zum Mond bringen wird. Und das ist wieder auch mal wieder ein Hinweis, beziehungsweise auf NASA oder auch SpaceX. Und jetzt hat David Yu wieder einen Move gebracht, der wirklich für sehr viel Spekulation meiner Meinung nach wieder sorgen wird, denn er hatte nämlich eine SpaceX-Flasche dabei, aus der er live hier in diesem ganzen Interview getrunken hat, und das auch sehr ausführlich. Ihr seht ihr jetzt hier gerade zum Beispiel einmal. Also ich finde das schon mehr als obvious, da er das noch nie vorher in irgendeinem Interview gemacht hat, und er hat das nicht nur einmal gemacht, er hat hier wirklich mehrmals aus dieser Flasche getrunken. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, er hat sich einfach diese Flasche geholt und mag die einfach gerne und trinkt daraus gerne. Könnte auch sein, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Lizenz bald bekommen, und das wäre ein super wichtiger Schritt und auch ein extrem krasser Schritt, denn das würde extrem viel Aufmerksamkeit auf Vivi lenken. Wäre auf jeden Fall für das Wachstum von Vivi vielleicht sogar mal gar nicht so schlecht und würde sich wahrscheinlich auch sehr interessant auf Vivi auswirken. Also ich bin super gespannt, und hier seht ihr es zum Beispiel auch nochmal, er trinkt wieder nochmal aus dieser Flasche, sehr genüsslich, und nicht auch so, dass man es irgendwie nicht sieht, sondern so, dass man natürlich
schön das Logo im Bild sieht. Also ihr könnt ja mal sehr genau eure Spekulation dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was du davon hältst. Was außerdem in Zukunft auch möglich sein wird, dass man seine Collectibles traden kann. Was ich damit meine, ist, dass man zum Beispiel 100 Commons einer Version, sagen wir mal 100 Common, sagen wir mal 100 Common Comics zum Beispiel dann eintauschen kann gegen etwas anderes, zum Beispiel ein 1:1 Artwork oder was dementsprechend auch gerecht ist. Was das Ganze dann sein wird oder auch wie das Ganze dann aussehen wird, das werden wir noch erfahren, aber das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die ich hier auf jeden Fall für euch rausfiltern konnte, die wir in nächster Zeit definitiv auch noch sehen werden, beziehungsweise wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Und dann kommen wir mal zu etwas, was wahrscheinlich wenig Leute betreffen wird, aber was doch sehr interessant ist, nämlich es geht um das Vivi-Logo. Das goldene Vivi-Logo, was ja man auf der D-Con in London bekommen konnte, ich glaube auch in San Diego, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wo das Ganze war, auf jeden Fall auf der letzten Designer-Con konnte man das Ganze ja bei David und Dan erwerben, beziehungsweise dann einfach sagen, hey, ich möchte gerne eine Karte und dann hat man die bekommen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt wird sogar darüber gesprochen, dass es auch noch Utility dafür geben wird. Das war eigentlich mehr als offensichtlich. Und was als Utility.com wird, ist wahrscheinlich für kommende Events dann auf jeden Fall auch zum Beispiel Meet and Greets oder vielleicht auch Ersteinlass zum Beispiel dann in irgendwelche Aftershow-Partys. Also es wird sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend werden mit diesen Logos. Und was das Coole daran ist, das gilt nicht nur für First Holder. Das heißt, wenn du da draußen das auch zum Beispiel auf dem Secondary Market gekauft hast, dann kannst du diese ganzen Features auch für dich nutzen. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, dass es nur in etwa 500 Editions sind, die wirklich frei verfügbar sind. Momentan sind etwa 230 bis 240 bis jetzt rausgegeben. Das heißt, es ist in etwa noch die Hälfte da, die rausgegeben werden kann. Und wenn in Zukunft wirklich so viel Utility und so viele coole Features damit kommen, dann wird das Ganze noch deutlich beliebter werden. Und was David hier auch nochmal sehr betont hat, dass sie natürlich darauf aus sind, die Sammler zu belohnen. Und das wird wahrscheinlich doch eine lange Zeit dauern, aber es wird sich auszahlen, wenn man hier auf jeden Fall das Ganze hoddelt. Und ich bin sehr gespannt, was er auf jeden Fall mit diesem Sammeln bzw. mit diesem Halten dann auch wirklich meint. Inwiefern dann auch wirklich die Holder belohnt werden. Außerdem steht ja die New York Comic Con an und dort wird es auf jeden Fall sehr interessant, denn Vivi ist wieder in der Marvel Booth. Dementsprechend haben sie dort auch nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit, die sie bekommen werden, denn Marvel wird ja nicht mit irgendwem kooperieren. Dementsprechend wird hier Vivi, denke ich, auch viele neue Leute mit dazu bekommen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch mal direkt die Drops für diese kommende Con einmal an. So, und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Collectibles einmal an. Ich muss sagen, ich finde die teilweise sehr, sehr cool. Manche werde ich skippen, aber eins müssen wir uns auf jeden Fall genauer ansehen, welches nämlich droppen wird. Ich werde das natürlich auch nochmal deutlich mehr vorstellen. Wir sehen außerdem Daredevil tatsächlich auch als Collectible. Ist so lala. Amazing Spider-Man Hashtag 42 sehen wir außerdem. Hiermit natürlich euch exklusiv covern und einer super limited edition. Und jetzt haben wir hier etwas, was super interessant ist. Nämlich, wir sehen Lokis Zepter. Und das wird nämlich der dritte Infinity Stein sein. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Denn wir haben jetzt drei Infinity Steine. Man braucht meines Wissens nach 5, um nämlich den Handschuh von Thanos da zu bedienen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn wir alle 5 haben, wir dann auch den Handschuh gedroppt bekommen und man dann dort Utility bekommt. Anders kann ich es mir persönlich nicht erklären, wieso man das so spezifisch bringt und warum man das dann auch so spezifisch betont, wie in dem Interview, dass wir den nämlich hier bekommen, diesen dritten Stein. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier mit diesen Collectibles und du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du denkst, ob wir hier auf jeden Fall auch dann Utility sehen könnten mit den Infinity Stones. Hier sehen wir jetzt noch dann Mysterio auf jeden Fall als Collectible und das sind auf jeden Fall die Collectibles, die wir sehen werden auf der New York Comic Con. Es gab außerdem noch ein kurzes Update zu den Artworks. Dort wird es auf jeden Fall auch in Zukunft nicht nur Bilder bzw. Comic-Cover geben, sondern auch 1:1 Statuen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Denn ich muss sagen, so Bilder und Poster sind zwar ganz cool, aber solche Dinge wie Statuen sind natürlich auch bei dem einen oder anderen sehr beliebt und je nach Künstler natürlich auch sehr, sehr cool. Und es wird natürlich dementsprechend auch teilweise die 1:1 Statue davon geben, was ich persönlich extrem feiere, weil dadurch man einfach dem Collectible noch so viel mehr Value gibt. Also dass es nicht nur bei den Bildern so ist, sondern auch bei den normalen Figuren. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.